Munich FPV. Immer wieder sonntags, geht's raus an den See, kommt da töten. So eine schöne Baustelle, so eine schöne Baustelle. Aber leider ist auf der anderen Seite der Straße, also quasi hier, Flughafen. Also lieber nicht fliegen. Wir wollen nochmal an den See fahren, um ein bisschen Kopter zu testen. Ich habe den Todescopter dabei, ich habe den modifizierten Wizard dabei und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ob ich mit zwei Koptern nach Hause komme, ob einer im See baden geht oder ja, keine Ahnung. Mal schauen, was uns so erwartet. Viel Spaß! Jetzt geht's wieder nach Hause. Blendigen Schal hier weg, der ist schön warm, aber schon scheiße aus. So, jetzt geht's wieder nach Hause. Was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass Betaflight Rescue funktioniert, aber ich habe scheinbar irgendwie ein Problem mit dem ESC oder dem Flight Controller oder dem Motor oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung warum. Ich habe schon wieder ein Spin of Death gehabt beim dritten Akku. Und dieses Mal hat dieser Spin of Death in einem gebrochenen Arm geendet. Eigentlich sehr schade, weil den Frame habe ich sehr gerne gemacht. Das ist der Gap RC KHX5 Elegant.
eigentlich ein cooler Frame. Gibt es auch noch in 5 und in 4, in 5, in 6 und in 7 Zoll. Und da ist halt jetzt die Frage, was mache ich? Wahrscheinlich wird es so sein, dass ich mir denselben Frame nochmal in 7 Zoll hole. Dann habe ich zum einen ein paar Ersatzteile noch aus dem alten Frame und ich wollte mir ja eh einen 7 Zoll Long Range Copter aufbauen. Und das wird dann wahrscheinlich der Long Range Copter werden. Ja, danach bin ich mit dem Wizard, das heißt Wizard, das ist eigentlich sind nur noch die Arme und die Topplate und die Bottomplate vom Wizard, alles andere ist ausgetauscht. Bisschen geflogen, einmal gecrashed. Ihr seht jetzt nachher dann auch noch die Bilder vielleicht. Ich habe ein paar Bilder gemacht. Mein Tipp: bei nassem, dreckigen Wiesenuntergrund nicht turteln. Schaut euch die Bilder an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.